Sowas findest du gut. Also guck mal, da kannst du den Fußboden aber 12 Kilometer hinter dir sauber machen mit dem, was da dran ist. Nein, das sieht einfach nur fancy aus. Das ist, was ist, hä, das, Alter, guck mal, wie lang das ist. Ey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Das haben wir früher im Musikunterricht gemacht, da müssen wir das so möglichst lange halten, um die Stimmbänder anzuregen. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video, habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Heute geht es um etwas, was ihr mir vorgeschlagen habt. Und zwar habe ich euch irgendwann mal auf YouTube gefragt, yo, auf was für Videos hättet ihr Bock? Und viele haben da die Seite AliExpress vorgeschlagen. Kennst du das? Nee. Kennst du nicht? Das ist nämlich eine Seite, da gibt es alle möglichen Sachen, also wirklich alles mögliche. Das Zeug kommt aus Deutschland, China, Spanien, Frankreich und der USA sind so die Hauptproduktionsländer. Ich glaube Deutschland gar nicht so unbedingt. Und viele von euch haben gesagt, ich soll doch mal so eine Hochzeitsedition machen. Naja, das hört sich jetzt dumm an, aber es geht wirklich darum, dass wir heute vielleicht mal so ein, wie nennt sich das, Hochzeitskleid oder halt so einen Hochzeitsanzug bestellen. Weil das Ding ist, da gibt es so eine große Auswahl, da gibt es, und das meiste ist halt echt günstig. Das heißt, im Endeffekt testen wir dann mal so ein Hochzeitskleid für, keine Ahnung, 50 Euro oder zwei Hochzeitskleider für 50 Euro und so ein Anzug. Weil normalerweise, wenn man heiratet, also das soll jetzt so nicht so rüberkommen, ich will hier keinen heiraten oder so. Wir schauen einfach mal, wie teuer ist denn ein Brautkleid, wenn man so sich eins kauft. Das kostet schon so 1.000, 2.000 Euro, ne? Ja. Brautkleid. Ja, und wo steht hier jetzt bitte ein Preis? Die stehen meistens nicht, meistens ist das Preis auf Anfrage und so. Also muss ich denen jetzt eine Nachricht schreiben, wie teuer kostet euer Scheißkleid? Ich finde nichts, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ein Brautkleid kostet so um die, keine Ahnung, 1.500 Euro, sagen wir mal. Das ist ja schon relativ viel und das muss ja auch immer dann der Bräutigam bezahlen, ne? Ja, oder der Brautvater. Glaube ich. Ah. Also Leute, das ist die Seite, die mir sehr, sehr viele von euch vorgeschlagen haben. Ich war hier schon einmal kurz drauf und habe mich ein bisschen umgeschaut. Habe zum Beispiel nach Schuhen geschaut. Das wird mir jetzt hier auch vorgeschlagen. Zum Beispiel dieser geile Air Jordan 1. Finde ich mega cool. Nee, Spaß. Ist halt ähnlich aufgebaut wie Wish oder keine Ahnung, Yoom. Kein Plan, alles mögliche Krimskrams. Und was mich jetzt auch mal gerade interessiert wäre, wenn ich hier Smartphone eingebe, ob ich dann, oh, guck mal, aber hier gibt es keine Handys, die mal eben 20, 25 Euro kosten, sondern hier werden sofort welche angezeigt. Ah, warte mal, ich kann das hier mal filtern. Das günstigste Handy, oh mein Gott, guck mal, hier hat man auf Wish hat man für 23 Euro. Oh, Mann, so sieht man mich nicht, ne? Nein. Oh Mann, doch, man sieht mich. Sieht man mich so? Nein. Sag mal. Sieht man nicht. Auf Wish habe ich, glaube ich, für 30 Euro ein Smartphone gekauft und hier wollen die mir so eine Scheiße anhängen. Gut, das lassen wir erstmal. Also, jetzt bin ich trotzdem mal gespannt, was denn hier, was schätzt du denn, wie teuer sind hier Brautkleider? Keine Ahnung, gute Frage, vielleicht so 40 Euro? 40? Na, noch nicht mal. Ich würde jetzt auch sagen, so 100 oder so. Ich würde jetzt aber auch nicht so viel Geld ausgeben. Aber Leute, so, ich habe jetzt hier Brautkleid angegeben. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich werde auf jeden Fall einige Sachen bestellen. Ich denke mal, das dauert wieder, bis es ankommt. Und dann werden wir das mal live antesten. Gut, Alter, guck mal, so ein Kleid, das sieht ja schon krass aus, ne? Und nur 76... Darf ich mir jetzt aussuchen? Ja, das ist ja eigentlich der Sinn davon. Warte, aber wir nehmen erstmal die günstigen. Wir fangen hier ganz... Guck mal, wir haben hier ein Kleid, das günstigste kostet... Hässlich. Was findest du hässlich? Ja. Hey, ich finde das richtig geil. Na, guck mal, was ein schönes Kleid. Das wird dir bestimmt richtig gut stehen. Ja, du kannst ja ein günstiges nehmen und ein teures. Guck, das Ding ist auch für schwangere Frauen. Ja. Und die haben auch schon Leute Feedback gegeben. Ich denke mir so, wer kauft sich wirklich so ein Kleid? Also hier muss ich wirklich sagen, ey, das würde ich mir ja niemals kaufen, ne? So könnte man doch nicht irgendwie heiraten. Stell dir vor, du heiratest mit diesem Kleid. Gut, hier gehen wir ganz schnell mal wieder weg. Also ich stehe eh nicht so auf die mega fetten Kleider. Du stehst, weil wir... Bisschen schlichter, aber elegant. Also diese hier sind zu fett, oder was? Aber so eins müssen wir auch mal bestellen, ja. Aber ich mal sehen, wie die aussehen. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach schon mal hier von irgendwie eins. Das war dann in den Warenkorb ballern. Was würdest du denn sagen, gefällt dir von denen jetzt hier am besten? Nee, das ist nicht so kitschig. Komm ich zurück. Da oben. Das ist doch ganz süß. Das ist relativ schlecht. Aber die Perlen sind schon hässlich, ne? Ich finde die schön, die Perlen. Das sind bestimmt echte Perlen aus dem Ozean. Noch einmal will ich zurück. Das ist für dich hier voll in sowas. Da oben musst du drauf. Ja, jetzt aber wir haben auch nicht ewig Zeit. Irgendwann ist mal die Speicherkarte voll, ne? Okay. So, du musst mit einem Finger, musst du da so leicht runtergehen. Das sieht doch ganz süß aus. Oder? Das sieht genauso aus wie das erste, wo du gesagt einfach hast, boah, ist das hässlich. Nicht. Natürlich. Einfach gar nicht. Ja,
Dann nehmen wir doch das. Oh nein, das sieht voll kitschig aus. Nochmal ganz kurz. Boah. Boah, das ist cool. Nein, können wir das jetzt mal nehmen? Ja, warte, ich will noch ganz kurz gucken. Ja. Auch das ist schön. Mhm, das finde ich auch richtig schön. So, in welcher Größe brauchst du das? Wir nehmen das einfach in dieser Größe, oder? Warte. Also das soll ich jetzt nehmen. Oh, warte, mach doch lieber die 10. Okay, wir nehmen das in Größe 10. Aber das ist mir dann an der Taille jetzt viel zu groß. Ja, irgendwas müssen wir ja nehmen. Ja, dann nimm doch die 8. Hier, nimm doch das hier gleich. Für 141 cm Hüfte. Ah, wir müssen noch eine Farbe aussuchen. Was hättest du denn gerne für eine Farbe? Krieg mal die verschiedenen Farben. Einmal das, ja. Das, das oder das. Ich würde sagen, wir nehmen ganz klar das. Das erste, okay. Ja. Add to cart. So, und jetzt brauchen wir mal hier so einen Anzug für mich in der Hochzeits-Edition. Wie nennt man das denn? Ja, Anzug halt. Anzug, 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 weil Alex will heiraten. Ja! Hier haben wir einen. Das passt zu dir, ja. Auf jeden Fall. Sowas hatte ich. Nee, das ist. Jetzt steht hier oben Alex Sweet. Weil ich bin so sweet. Ha. Das ist echt Anzug, heiraten. Boah, der ist richtig geil. Ja, übertrieben. Findest du nicht gut? Guck mal hier. Boah, der wird mir so gut stehen. Okay, den hier finde ich auch gut. In Gelb. Oh, kostet nur. Warte mal, was sagst du dazu? Guck mal, den gibt's in verschiedenen Farben, aber ich würde einfach mal hier wieder filtern. Ey, den finde ich richtig gut. Ey, ohne Witz, soll ich den einfach mal bestellen? Nein. Warum denn nicht? So als, keine Ahnung, so mal gucken, ob mir das steht, so. Das ist halt mal was ausgefallen ist. Ich gehe halt nicht mit dem Mainstream mit, ich gehe halt, bin halt ich, so weißt du. Ja. Ich mache das Trend. Nachdem ich das auf meiner Hochzeit irgendwie in 10 Jahren getragen habe, will das jeder tragen. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich finde es auch nicht so schön. Dann nehmen wir einfach, komm, ohne Witz, ich nehme das günstigste. Nicht den Frack. Das was für ein Frack? So, ja, das ist doch viel länger als ein normaler Anzug, wie du siehst. Ach so. Ach stimmt, das ist so ein Reiteranzug. Ja. Gut, der ist hier von We on Dream. Kennst du die Marke? Nee. Das ist ungefähr das gleiche wie Versace oder so. Aber der sieht ganz so schick aus. Ja, ist ja gut, den nehme ich dann. Ich brauche den in XXX, nee, warte, in M oder L? Alex bestellt immer alles zu groß. Nein, ich bestelle. Deine Jogginghosen musst du ungefähr 10 Mal. Meine Jogginghosen sind in L und das passt gut. Nur bei manchen Hoodies fällt das zu groß aus. Das ist halt so. Deswegen nehmen wir den hier jetzt in M. Und in der Farbe, boah, das Ding ist, guck mal, die kommen erst in 26 bis 49 Tagen an. Haben die, so, okay, jetzt haben wir zwei Sachen drin. Okay, und du wolltest jetzt noch ein Kleid haben, was das man, elegant hat. Guck mal, was hältst du denn hiervon? Das finde ich eigentlich ganz schön. Vor allem dann so in Pink, locker lässig, kann man das auf jeden Fall rocken. Einfach gar nicht. Okay, warte, wir filtern das mal erstmal wieder nach dem Preis, weil für dich natürlich nur das günstigste. Warum? Ja, weil ich will jetzt nicht hier 200 Euro bezahlen. Das ist doch gut. Oh, das kostet nur 6.000 Dollar. Ist ja ein Schlapper. Und das gibt sogar in Regenbogenfarbe. Das sieht voll nice aus. Sowas findest du gut. Also guck mal, da kannst du den Fußboden aber 12 Kilometer hinter dir sauber machen mit dem, was da dran ist. Nein, das sieht einfach nur fancy aus. Das aber ist, was ist, hä, das, Alter, guck mal, wie lang das ist. Hier, Straßenreinigung kannst du damit machen. Ja, ist okay, nein, das würde ich auch nicht tragen. So. Okay, ja, dann such dir jetzt noch ein elegantes aus, das kannst du immer meinetwegen noch bestellen. Oh, das sieht ja auch total süß aus. Ja, ist unglaublich süß. Ja, aber so, ja, eben, solche hast du schon. Die sehen aus wie so, hier, die Kleider sehen aus. Ich seh nicht. Ja, die sehen aus wie diese Staubwischer. Oder? Ja, schon ein bisschen. Deswegen, ich möchte gerne. Kann man hier nicht irgendwie filtern, die Form oder so? Weiß ich nicht. Das ist doch ganz süß. Das kostet 144 ja, Dollar. Okay. Ich glaube, es geht los. 103, das ist mir zu viel. Oh, kannst du mal zurückgucken? Jetzt such dir mal bitte eins aus. Ich will, irgendwann ist auch mal der Akku leer hier. Ja. Leute, ich nehme jetzt schon ungefähr 30 Minuten auf. So, jetzt haben wir doch auch schon. Ja, aber nicht mit langen Armen. Also das jetzt auch noch. Ja. Ja, dann hau das auch noch da rein. Okay. So, Leute, add to cart. Welche Größe? Wieder in 10, ne? Und ja, wir haben es in 8 genommen. Nein, ja. Das nehmen wir dann jetzt mal in 10. Ja. Okay, also das nehmen wir in 10, das andere haben wir in 8. Das dauert auch mindestens 29 Tage bis. So, jetzt schauen wir uns mal die Shopping Cart an. Wir haben hier insgesamt. Okay, das geht eigentlich. Wir kaufen jetzt hier für 100. Warte mal, mit Versand. 140 Euro, aber ich glaube, Shipping Cost to Germany. Okay, sogar ohne Versand. Also, du musst nicht mal Versand zahlen. Das finde ich. Ja, wow, dafür kommt es gefühlt erst 5 Monate später an. Ja, trotzdem. Also, Leute, einmal dieses Kleid für 39 Dollar, einmal das für 56 Dollar. Umgerechnet sind das, keine Ahnung. Also umgerechnet sind das ein bisschen weniger. Ich würde jetzt mal schätzen, so 100,
20 Euro oder so, 125 Euro, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt auch nicht genau aus mit der Umrechnung, aber leider wird es mindestens erst in 26 Tagen ankommen, dann gibt es aber das Video dazu. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, vielleicht kann man ja gleichzeitig noch was bestellen, was man dann testet. Ist halt mal eine neue Seite, die anderen Seiten haben wir ja alle schon kräftig durchforstet. Was war das für ein Wort? Leute, wir sehen uns morgen wieder, morgen gibt es ein neues cooles Video und hast du sehr gut gemacht. Willst du noch irgendwen grüßen oder so? Guckt ihr das überhaupt? Nö. Ja, Leute, wir sehen uns. Checkt Snapchat und Instagram ab. Haut rein. Ciao.